Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wo ihr am schnellsten und am besten Eisenerz herbekommt. Und ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für fast 500 Abonnenten. Da gibt es ein kleines I love you aus Eisenerz. Ich wollte eigentlich erst eine 500 legen, aber ich habe ja noch nicht ganz 500. Und ja, ich hoffe, euch gefällt meine wunderbare Kunst. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wo ihr genauso viel Eisenerz herbekommen könnt. Am besten holt ihr euch einfach euren Begleiter. Ich habe mir zum Beispiel Stitch genommen. Und am besten nehmt den kleinen Begleiter, weil ich hatte schon oft Maui. Aber der blockiert einen sehr oft und sperrt einen oft in so Ecken ein oder in der Mine auch ein. Darum nehmt einen kleinen mit. Das ist am besten. Und isst am besten ein bisschen hier Beerensalat. Damit ihr den gelben Balken habt und schneller laufen könnt und mehr Energie habt. Oder irgendwas anderes, was ihr gekocht habt. Und nochmal danke, danke, danke schön. Das ist echt unglaublich in der kurzen Zeit. Und genau, ich habe jetzt eine Route gemacht, wo ich immer am meisten Eisenerz herhole. Hier wird zum Beispiel immer gesagt, dass es Eisenerz nur im Wald der Tapferkeit und in der Lichtung des Vertrauens gibt. Aber es stimmt nicht. Eigentlich gibt es in fast jedem Biom Eisenerz. Und da schauen wir mal, wo es welches gibt. Ich fange zum Beispiel immer hier an. Obwohl man sagen muss, dass es dort am wenigsten gibt. Ich würde sagen, eine 10%ige Chance besteht, dass ihr Eisenerz bekommt. Ich habe mir jetzt den Brunnen auch immer hier hingestellt, damit ich immer eine Runde laufen kann und nicht direkt hier anfangen kann. Das könnt ihr am besten auch machen. Könnt ihr mal schauen, ob wir was finden. Weil hier gibt es sehr oft Gold und vor allem diese Kristalle. Aber es wird auch oft gesagt, oder ich habe oft gelesen, dass es hier kein Eisenerz gibt, aber das stimmt nicht. Hier gibt es Eisenerz, nur es ist wirklich sehr, sehr wenig. Vor allem gibt es halt die öden Kristalle. Aber wenn ihr Zeit habt... Oder vielleicht ihr warten müsst, hier, guck, da ist zum Beispiel was. Oder wenn ihr warten müsst, ob irgendwo, wenn irgendwo die Steine neu kommen müssen. Für neues Eisen. Erst könnt ihr eigentlich erstmal in dieses Biom gehen. Zack, zack, zack. Gucken wir mal. Aber ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen, dass ihr hier auch Eisenerz bekommen könnt. Einen haben wir zumindest bekommen. Immerhin. Aber wie gesagt, hier gibt es Kristalle, Kristalle, Kristalle. Also ihr müsst hier nicht unbedingt schauen. Und das war's dann auch schon an Stein. Dann will ich als nächstes auf die sonnige Ebene gehen. Da habe ich auch den Brunnen hier hingestellt. Hier gibt es auf jeden Fall Eisenerz. Sehr viel. Da fange ich immer hier an. Ihr könnt auch hier vorne den Stein bei Scar noch nehmen. Da ist auch Eisenerz drin. Und direkt, ja, zwei Stück. Sehr schön. Also hier gibt es mit am meisten Eisenerz. Und man braucht hier Eisenerz immer. Ich brauche das so viel fürs Bauen oder für die Aufgaben. Braucht man immer Eisenbarren. Warum ist Eisenerz für mich wirklich die wichtigste Ressource im Spiel? Hier in die Mine könnt ihr auch gehen. Da gibt es auch viel Eisenerz. Wenn ihr nicht Angst habt, euch zu verirren. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch reingehen. Mal gibt es natürlich auch nichts, ist klar. Schön, schön, schön. Ab und zu droppt Stitch auch mal was. Nehmen wir auch noch mit. Und dann lauft ihr einfach immer diese Tour ab. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Also, da macht ihr das ein paar Mal. Mal 20 Minuten am Tag. Ist auch wieder ein bisschen was. Dankeschön. Ja, und das war's dann hier auch schon mit Stein. Da kommen wir schon ins nächste Gebiet. Das wäre dann einmal auf der Lichtung des Vertrauens. Steht ja auch im Spiel so geschrieben. Komisch, dass da auch nur zwei Biome stehen, wo es Eisenerz gibt, obwohl es gar nicht stimmt. Vielleicht ist es auch noch ein kleiner Bug. Dann könnt ihr hier schon mal anfangen. Ja, lecker, lecker Eisenerz. Zumindest ein. Was gibt Stitch noch her? Hm. Nur normales Kohleerz. Zum Glück habe ich hier halt noch nicht so viel gebaut. Dann konnte ich die Brunnen jetzt schön hier hinstellen erstmal. So, gucken wir mal hier. Ah, lecker. Und? Ah. Ich habe das Gefühl, manchmal kommt es darauf an, wenn du 5 Eisenerz oder 3 Eisenerz bekommst und einen normalen Stein oder so, da gibt Stitch auch noch Eisenerz. Also das, was man immer am meisten hat, gibt Stitch eigentlich auch nochmal. Jetzt wird er wieder Eisenerz geben. Oder Kohleerz. Na, Kohleerz, okay. Und hier ist immer ein ganz witziger Stein, weil es hier immer einen kleinen Bug gibt.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch immer habt. Vor allem, wenn es glitscht, der geht jetzt zum Stein und der glitscht da immer rein. Da müsst ihr den einfach ein bisschen wegschieben. Und dann droppt er euch das Item. Zack. Dann könnt ihr eigentlich schon direkt da hinten hinlaufen. Hier in der Ecke ist nichts mehr. Ich muss mal wieder ein bisschen Beerensalat futtern. Nicht vergessen. Dann gibt es hier noch einen Stein in der Ecke. Schwubbidi, schwubbidi, schwapp. Pua kommt auch zu. Das machst du richtig super, Papa. Dankeschön. Das nehmen wir auch nochmal mit. Und dann können wir schon zum letzten Stein gehen. Zack, zack. Oh, 3 Stück, lecker. Jetzt müsste von Stitch auch einer kommen. Yes, dankeschön. Damit haben wir dieses Biom auch abgehakt. Dann können wir zum Wald der Tapferkeit. Da gibt es auch immer Eisenerz. Da gehe ich immer erst zuerst hier hin. Zack. Das Elixier für die Hacke bringt natürlich nichts. Das ist natürlich nur für Edelsteine, leider. Dann könnt ihr da hinten direkt zur Ecke an der Treppe laufen. Hier ist nämlich auch nichts mehr. Verstehe ich zwar auch nicht, warum sie nicht hier noch einen Stein hingemacht haben, aber soll uns ja egal sein. Was gibt's hier Schönes? Stein. Ja, Stein kann man auch immer gut gebrauchen. Wenn man pflastern will, ein paar Wege machen möchte. So, an der Treppe vorbei. Könnt ihr hier hingehen? Ihr seht Eisenerz in Hülle und Fülle. Stitch, was könnt er? Edelsteine brauche ich eigentlich nicht. Da habe ich sehr, sehr, sehr viele von. Alles im Lager. So, hier ist auch wieder was. Manchmal kommen einfach auf 5 Eisenerz raus, wenn ihr Lack habt. Gibt er. Dankeschön. So, der vorletzte Stein für dieses Gebiet. Irgendwann kennt man auch jeden Stein mit Namen. Wie oft bin ich hier schon lang gelaufen. Aber um geile Sachen zu bauen und für Aufgaben braucht man halt sehr, sehr, sehr viel. Ihr kennt das, ja. Wunderbar. Und dann könnt ihr nochmal in die eisigen Höhlen gehen. Obwohl es da auch sehr wenig Eisenerz gibt. Also dann müsst ihr gucken, ob es sich lohnt. Hier gibt es eher Gold-Nuggets. Oder Gold, wer ist das nochmal? Goldhaufen oder sowas. Aber hier gibt es auch Eisenerz. Und mal eine Erinnerung, die nehmen wir auch mal mit. Aber wie gesagt, die Chance ist wirklich bei 10%, eine Münze. Bei 10%, dass, glaube ich, echt Eisenerz hier kommt. Aber es gibt ja welche, seht ihr? Ui, sogar 2. Wahnsinn. Ist ja wie ein 6er im Lotto. Stitch gönnt natürlich nicht. Würde er eigentlich mal machen fürs Publikum. Auch kein Eisenerz. Gucken wir nochmal hier. Viel Gold, ja. Kohleerz. Unterwegs könnt ihr noch ein paar Stöckchen mitnehmen. Vor allem trockenes Holz. Das ist eigentlich relativ selten. Oh, ich muss hier durch. So, ist hier noch ein Stein. Also wie gesagt, das Gebiet könnt ihr auslassen, eisige Höhlen und... Wie heißt nochmal das eine? Da muss ich nochmal schauen. Also eisige Höhlen müsst ihr nicht unbedingt machen. Unvergessenes Land könntet ihr auch weglassen. Außer ihr habt wirklich Zeit und wartet, bis in anderen Gebieten die Steine wiederkommen. Dann könnt ihr eigentlich auch dahin gehen. Hier ist auch wieder ein bisschen Eisenerz. Genau, das war der letzte Stein. Stitch gibt noch einen Edelstein und dann könnt ihr eigentlich wieder von vorne anfangen. Dann könnt ihr wieder hierhin reisen, nur hierhin reisen und dann dreht ihr nochmal die Runde. Ganz einfach. Und so habt ihr relativ schnell Eisenerz und könnt daraus Eisenwaren herstellen. Als kleinen Tipp. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und danke. Tschüss.